Spielen in 12K mit einem 10.000 Euro Rechner und Monitoren im Wert von 3.000 Euro. 12K ist natürlich jetzt hier ein bisschen geflunkert. Hardware-Redakteur Jan Purucker, erklär doch mal ganz kurz, was wir eigentlich gemacht haben. Also, wir haben einen PC von MIFCOM. Der kostet in unserer Konfiguration so knapp 11.000, also nicht 10, sondern 11.000 Euro. Und wir haben drei Asus-Monitore dazu bekommen, jeweils 4K fähig, und haben die eben mal nebeneinander gestellt. Und dann 3 mal 4K wäre 12K. Wenn man es jetzt mal zusammenrechnet, kommen wir dann in der Breite auf eine Pixelmenge von 11.520 Pixel und 2.160 Pixel hoch. Das sind dann aufgerundet 25 Millionen Pixel. Zum Vergleich, Full HD sind 2 Millionen Pixel. Also ist eine gewaltige, gewaltige Pixelmenge. Und es ist auch eigentlich ein komplett irrsinniger PC mit Mörder-Specs, aber es ist ein interessantes Experiment, weil sonst macht man sowas vielleicht mal als Gedankenexperiment, stellt sich so in so einem Warenkorb mal den idiotischsten PC zusammen, der geht. Hier haben wir ihn. Du kannst ja mal ganz kurz was zu den Specs erzählen. Jo, also das Ganze steckt in einem Silverstone TJ11 Gehäuse. Das alleine kostet schon so 600 Euro. Man sieht es hier im Hintergrund, es ist riesig, es bietet viel Platz, was es ja auch braucht bei der Konfiguration. Das Besondere ist, dass das Mainboard gedreht ist, also die ganzen Grafikkartenanschlüsse gehen nach oben raus und entsprechend saugt dann eben der untere Radiator die Luft an und gibt sie nach oben dann kamineffektmäßig raus. Außerdem hat das Ganze noch zwei Anschaltknöpfe. Das ist ganz praktisch, weil es eben so hoch ist. Bedeutet, wenn ich das Ganze jetzt auf dem Tisch stehen habe, dann muss ich nicht ganz oben raufgreifen, sondern kann eben entweder direkt vorne unten anschalten oder wenn ich es unter dem Tisch stehen habe, oben. Aber das Interessante sind dann noch die drei GeForce GTX 980 Ti's, die da drin sind. Alle wassergekühlt. Es ist ein Intel Core i7 5960X drin, mit übertaktet auf 4 GHz. Das sind wie viele Kerne? Das sind 8 Kerne. 8 physische Kerne, 16 Threads? Genau das. Die CPU alleine kostet auch schon 1000 Euro. Also es ist wirklich. Es sind dann 64 GB DDR4 Arbeitsspeicher drin. Es ist eine 512 GB große M2 SSD von Samsung drin, eine 6 Terabyte große Festplatte zum Speicher. Also es ist vollgestopft, Oberkante, Unterlippe mit der feinsten Hardware. Ja, und du hast es ungefähr eine Woche lang ausprobieren dürfen und wir müssen auch bald wieder zurückschicken. Ja. Und ich will von dir einfach mal wissen, bevor wir zur Spieleleistung kommen, eben mit 3, 4K-Monitoren, wie bedient denn sich so ein Ding eigentlich? Das ist doch, hast du da irgendwelche Probleme oder funktioniert heutige Hardware schon gut mit 4, 4K-Monitoren, was jetzt Windows angeht, was die Treiberunterstützung angeht, Anschluss und Setup? Also 4K alleine funktioniert wirklich ohne Probleme, wie man es kennt mit Full HD oder WQHD. Das ist überhaupt kein Problem. Auch mit den drei Grafikkarten macht es da kein Problem. Wenn man drei Monitore anschließt, wird es ein bisschen frimmeliger. Also man muss das dann eben über den Nvidia, in dem Fall jetzt Nvidia-Konfigurator, eben die Systemsteuerung einrichten und dann das Surround aktivieren, dass das Ganze dann vorgaukelt, man hätte einen riesigen Monitor. Und dabei, bei diesem Umschalten zwischen drei Monitoren auf einen und so weiter, da kommt es dann öfter mal doch zu Darstellungsfehlern oder Einstellungen werden nicht übernommen. Also das größte Problem jetzt für mich war, man richtet es ein, startet neu und die Konfiguration ist wieder weg. Man muss wieder neu einrichten. Das geht zwar flott, gerade wenn man es dann entsprechend oft gemacht hat, aber das sind so ein bisschen die Probleme. Genauso dann eben auch in Spielen. Da wird dann mal ein Monitor nicht erkannt, dann tappt man raus, dann wird er wieder erkannt. Aber ja, man müsste noch, da könnte gleich noch dazu sagen, dass jeder von diesen Monitoren gleichzeitig auch G-Sync beherrscht. Also Nvidias Technologie, um die Herzzahl des Monitors an die ausgegebene Framerate der Grafikkarten zu koppeln und entsprechend eben Bildfehler und eben auch Ruckler zu vermeiden. Da ist auch wieder ein Monitor alleine, funktioniert wunderbar und ist natürlich auch gerade bei 4K interessant, weil G-Sync macht sich am meisten bemerkbar in niedrigeren FPS-Regionen. Also was zwischen 30 und 60. Genau. Und
da funktioniert es ohne Probleme. Bei drei 4K-Monitoren zerreißt in vielen Spielen das Bild unten einfach. Also du hast Tearing, also das Bild zerreißt. Und das streckt sich über alle drei Monitore. Aber das sollte doch eigentlich bei G-Sync nicht mehr passieren. Genau das sollte eigentlich nicht passieren. Ich habe dann daraufhin Nvidia kontaktiert. Und die haben gesagt, ihnen ist dieser Fehler bei drei 4K G-Sync-Monitoren bekannt und sie sind auch dran. Aber wahrscheinlich ist die Nachfrage jetzt nicht unbedingt so hoch, ne? Weil wenn irgendwie 1% überhaupt einen 4K-Monitor hat, wie viele haben dann schon drei? Ja. Es ist ziemlich Irrsinn, was wir da haben, aber du hast da schließlich auch Spiele gespielt. Nun weiß ich, wenn ich grob Pi mal Daumen rechne, dass eine 89 Ti einen 4K-Monitor ja ganz ordentlich befeuern kann, wenn man nicht gerade die neuesten Spiele auf Ultra-Einstellungen nimmt. Wie funktioniert das denn jetzt mit 83 Ti's und drei 4K-Monitoren? Welche Spiele hast du ausprobiert? Was sind deine Erfahrungen? Was hat gut geklappt? Wo gab es Probleme? Also, dann fangen wir an bei dem, wo es nicht so gut geklappt hat. Das war The Division. Mm. Und das ist natürlich auch ein sehr anspruchsvoller Titel. Der ist an sich super für Multimonitoring optimiert. Also da gab es überhaupt keine Probleme. Aber die Auslastung der Grafikkarten war nicht optimal, also das SLI-Profil war nicht optimal und die Framerate war dann, also zumindest bei Ultra, so in den 20er-Bereich. Du kannst es natürlich auf Mittel stellen und dann, oder auf Niedrig, dann kannst du es auch flüssig spielen. Bei Crysis 3 habe ich auch gespielt, in Hoch mit 11.520 x 2160 Pixeln, 50 FPS. Also wunderbar spielbar. Witcher 3 auch gar kein Problem. War dann so in mittleren Einstellungen bei 50 FPS. Also klar, man muss dann teilweise auf ein paar Details verzichten, aber es funktioniert. Also, und es funktioniert auch wirklich spielbar. Kantenglättung kann man sich immer sparen, weil eben es sind einfach so viele Pixel und die Pixeldichte ist so hoch, da braucht es keine geglätteten Kanten mehr, das ist schon so gestochen scharf. Und ja, doch, also ich war beeindruckt von der Leistung. Alles klar, wie ist denn das? Letztendlich ist es ja beim Multimonitoring immer so, gerade wenn man drei Monitore benutzt, dass die Action eigentlich auf dem mittleren Monitor stattfindet und die linken und rechten eher so ein bisschen den Rand darstellen, meistens auch arg verzerrt. Gab es irgendein Spiel, das du gespielt hast, wo du richtig Nutzen auch hattest von den zusätzlichen Monitoren, wo das Ganze hat vielleicht schlau angeordnet war oder einfach mit diesem extra Platz gut arbeiten konntest? Also jetzt nicht so, dass es ein Totschlagargument wäre. Also in Project Cars habe ich gespielt, da ist es ganz nett mit dieser Cockpit-Ansicht, ne? Und dann hat man eben links und rechts noch sieht man die Spiegel und man kann sich eben wie in einem normalen Auto fast eben umschauen. Das war nicht schlecht. Ansonsten, das hat auch immer noch was zur Immersion beigetragen, diese Monitore links und rechts. Allerdings ist eben, das Bild ist so leicht gestreckt, eben verzerrt, weil eben das Field of View einfach dafür nicht passt. Und man konzentriert sich halt ohnehin immer auf den mittleren Monitor. Es ist dann schwierig, zum Beispiel auch, wenn man selber spielt, macht es keine Probleme. Wenn jemand anderes zuschaut mit diesem gestreckten Bild und dieser riesigen Fläche, den wird da oft mal ein bisschen schwummrig. Also weil man das eben so nicht gerafft kriegt. Also diese ganze, das Spiel eben in dieser ganzen Breite. Man kann sich in gewissen Spielen mit Tools wie dem Flawless Widescreen Fixer, oder ja, heißt der, kann man sich ein bisschen behelfen. Damit kann man dann zum Beispiel in Battlefield 4, was ohnehin schon gut funktioniert auf drei Monitoren, kann man dann abseits der eigentlichen Field of View-Einstellung im Spiel auch nochmal das Field of View nochmal größer machen. Und somit kann man dann eben diese Verzerrung sich ein bisschen da anpassen, dass man dann praktisch virtuell ein paar Meter weit weg ist. Aber auch da im Flugzeug ist es ganz nett, wenn ich rumlaufe, naja. Es kommt dann eben darauf an, World of Warcraft haben wir auch gespielt, funktioniert gut. Und vor allem da ist halt das Angenehme, dass man sich mit Add-ons die ganzen UIs dahin ziehen kann, wo man sie will. Also kannst du dein Inventory die ganze Zeit offen haben auf den Sekundärmonitoren und in der Mitte spielen. Genau, sowas. Also das ist eine nette Funktion. Ja. Wie sieht es denn mit dem Stromverbrauch und der Lautstärke-Geschichte aus? Wir haben den jetzt hier im Idle laufen hinter uns, man hört den praktisch nicht, der ist recht leise, wassergekühlt. Wird er laut und wie viel Strom verbraucht er?
Nee, also der wird überhaupt nicht laut. Den vielen und großen Lüftern sei Dank, die können sich eben alle langsam drehen und bleiben dann entsprechend leise. Auch die Grafikkarten und die CPU, das geht eigentlich auch unter Last nie über 50 Grad. Das, also als Hardware-Nerd macht es wirklich Spaß, sich das dann anzuschauen, diese, allein nur die Zahlen und wie das alles funktioniert. Beim Stromverbrauch, ja, also da sind wir im Idle, also im Leerlauf, wenn wir nichts machen, nur der Rechner ohne Monitore, bei 350, 360 Watt. Das entspricht eigentlich schon dem Verbrauch von einem High-End-System. Und ja, unter Last ist jetzt das Problem, dass unser Messgerät maximal bis 999,9 Watt geht. Und die werden doch des Öfteren erreicht. Also Crysis 3 zum Beispiel ist immer noch ein sehr anspruchsvoller Titel, lastet alle drei Grafikkarten zu 100% aus an manchen Stellen. Und dann eben geht es an die 1000 Watt hoch. Entsprechend braucht es eben auch ein 1500 Watt Platin-Netzteil, was da drin ist. Abgefahren. Wie sieht es mit den Temperaturen aus? Ich kann mir vorstellen, dass dieser Wasserkühlloop dafür sorgt, dass es alles relativ normal bleibt. Ja, wie gesagt, also so 50 Grad 50. Bei den Grafikkarten ist eben gar kein Problem. Im Vergleich, wir hatten ja da mit dem Spielen in 10K ein System, wo drei normale Grafikkarten, also mit Referenzkühlern, untereinander geklatscht sind. Und da ist ja dann minimal Platz für die unterste Grafikkarte zum Beispiel oder auch die mittlere, um Luft anzusaugen. Und dann heizen die sich entsprechend auch unterschiedlich stark auf. Ist hier natürlich überhaupt kein Problem, alles wassergekühlt. Funktioniert 1A. Und dann hast du auch noch was gemacht, du hast mal die Monitore hochkant zu einer Art, Riesen 16:9 angeordnet in etwa. Ja, die haben eben alle diese Pivot-Funktion und dann mal einmal gedreht. Dann hat man im Endeffekt so ein riesiges Fenster. Das sind dann, muss ich kurz nachschauen, 6480 in der Breite und 3840 Pixel in der Höhe. Und natürlich, wenn man sie jetzt der Länge nach nebeneinander stellt, die Monitore, die haben dann schon einen sehr schmalen Rand. Da ist es relativ angenehm, das auch vom Einrichten her. Wenn man sie natürlich hochkant nimmt, dann hat man das Asus-Logo unten und so weiter. Also die Balken, die sichtbaren Balken sind größer. Allerdings ist es dann nochmal ein ganz anderes Gefühl einfach beim Spielen. Zum Beispiel, jetzt so blöd klingt, Hearthstone. Hearthstone funktioniert jetzt in diesem Ultra-Widescreen-Format nicht. Da sieht man es dann nur auf dem mittleren Bildschirm. Wenn ich die alle hochkant stelle, kann ich Hearthstone in 12K spielen. Und das sieht schon geil aus. Auch Witcher zum Beispiel haben wir auch so gespielt. Sieht beeindruckend aus. Und wenn man selber davor sitzt, fallen einem die Balken auch nicht so stark auf. Ich fand das auch sehr interessant. Ich habe da über die Schulter geschaut und ich fand das interessant, weil ja das Fadenkreuz bei Shootern, alles, also die ganze Action findet ja wirklich in der Mitte des Bildschirms statt. Und da sind die Balken zwischen den Monitoren zwar links und rechts davon, aber tatsächlich gar nicht mal so störend, hätte ich nicht gedacht. Ja, doch. Also ist die ganze Sache eigentlich ein ziemlich witziges Experiment. Praktikabel ist es wahrscheinlich nicht, sich so einen Rechner zu holen. Da ist doch eigentlich der Realwelt Einsatzbereich zu schmal. Und ich habe auch den Eindruck, in diesem Extrembereich gibt es auch wieder zu viele Probleme, wie den besagten G-Sync-Fehler. Ja. Wie siehst denn du das? Hast du aus der ganzen Sache irgendwas mitgenommen? Irgendwelche Pläne vielleicht für zukünftige PCs? Irgendwelche Einsichten in die Welt des 4K-Multimonitoring und Probleme mit Hardware erschlagen? Also ich habe mal wieder für mich festgestellt, drei Monitore ist zu viel. Also ich will auf keinen Fall mehr nur auf einem Monitor spielen, also allein schon auch, weil ich eben am PC auch arbeite und dann brauche ich einfach zwei. Aber zum Spielen drei Monitore, ich schaue nur auf den mittleren und dann lieber so einen 21:9 großen Monitor anstatt drei. Abgesehen davon, das Einrichten, dieses wieder Zurücksetzen und so weiter, das ist zwar nervig und sollte auch verbessert werden, aber es ist in Ordnung. Es macht jetzt eigentlich nicht so viele Zicken. Bei den Spielen, was bringt es einem, in dieser Auflösung zu spielen? Ja, nicht so viel. Es ist beeindruckend, so für eine halbe Stunde. Ja, aber wenn man jetzt kompetitiv spielen will oder so, nee, dann kannst du es knicken. Aber geil ist es schon, ne? Geil ist es schon, doch. Also es ist ja genau,
Ich guck Top Gear, schau mir den neuesten Porsche oder Lambo-Test oder sonst was an. Ich werde mir aber selber natürlich nie einen kaufen. Aber da ist es eben jetzt, es ist ähnlich. So kaufen, ist es praktisch, ist es vernünftig? Nein, ist es natürlich nicht. Aber es ist geil. Und es ist geil, mal so einen Rechner dastehen zu haben, wie man eben früher, man geht durch die Seiten von den ganzen PC-Herstellern und klickt einfach überall das Teuerste an. Und egal, ob man es braucht oder nicht, ob es sinnvoll ist oder nicht, sondern nein, es ist einfach mal Hardware-Porn und es ist schon geil. Normalerweise gruselt man sich dann bei der Endsumme und lässt es bleiben. Und hier steht das Ding. Ja. Ich beneide dich, dass du die Möglichkeit hattest, da ein bisschen rumzufummeln, aber vielleicht werde ich mich auch nochmal ein, zwei Stündchen ransetzen und ein bisschen gucken, wie das ist. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht, dazu zu schauen und auch so ein bisschen Einblick zu bekommen in unser kleines Experiment Gaming mit 12K. Vielen Dank für deine Eindrücke und danke fürs Zuschauen. Ciao. Servus.